Fantastisch, danke, danke, Bühlerband. Da denke ich mir dann, eben so in die Richtung geht's, wenn wir den Kampf durchhaben, das ist für mich schon wieder Himmelsluft. Und da spürst du auch, es sind nicht immer nur Worte, die das ausmachen. Ja? Fantastisch, was ihr da rübergebracht habt, einfach mit Musik. Das war Musik vom Feinsten, vielen, vielen Dank. Überhaupt spürt ihr das, wenn hier auch die Künstler aktiv werden? Ich habe immer den Eindruck, es ist ein bisschen Vorwegnahme dieses Reiches, auf das die Menschheit immer gewartet hat. Das erlebe ich so. Und auch das ist eine geistliche Wirklichkeit. Jesus sagt immer wieder diesen bemerkenswerten Satz, die Zeit kommt und ist bereits da, wo das und jenes geschieht. Er sagt damit nichts anderes als, es geschieht nichts, einfach, dass es plötzlich vom Himmel kommt. Da schließen wir wieder langsam an diesen Dingen, die wir jetzt gerade bewegen. Alles, was Gott tut, was sein wird, kann man darüber sagen, die Zeit kommt und ist bereits da. Warum? Weil Gott es sät. Gott beginnt es mit einem Samen. Ganze Welt, alles was lebendig ist, beginnt mit einem Samen. Es ist ein Prinzip. Ob jetzt Pflanzen, ob Tiere, ob Menschen, nimm was du willst, Mikroben, überall merkst du, es beginnt mit einem Samen. Die Zeit ist schon da. Sie kommt und ist schon da. Du kannst sagen, wenn du den Baum säst, die Zeit kommt, wo dieser Baum blüht und er ist schon da. Warum? Weil er schon im Samen in der Erde liegt, bereit entfaltet zu werden. Und so ist auch das Reich Gottes, auf das so viele warten, zu verstehen. Es wird nie einfach eine Stadt vom Himmel geregnet kommen, wie wir irrtümlicherweise 2000 Jahre gepredigt haben in wirklich Einfalt, kindlicher Stupidität. Die neue Stadt bist du, die neue Stadt sind wir. Denn wenn die biblische Sprache dich als Haus enthüllt, uns als Tempel, Jesus sagt, brech diesen Tempel ab und ich baue ihn in 3 Tagen auf. Und dann heißt es, und er sprach von seinem Leib, der gekreuzigt, getötet, nach 3 Tagen auferstehen wird. Die Bibel bezeichnet das als Häuser, zusammenbildet das eine Stadt. Die neue Stadt, das neue Jerusalem, ist prophezeit, das sind alles Bilder. Ist angesagt, die Zeit wird kommen, wann neues Jerusalem da sein wird und sie ist schon da, sage ich, hier drin. Eine gewisse Vorwegnahme vor der Zeit, wo das in der vollen Blüte steht, die volle Frucht treibt, existiert es bereits, keimhaft, da und dort. Und das erlebe ich hier, wenn ich diese Leute hier vorne sehe. Aber ich erlebe es genauso, wenn ich mit euch zusammen bin, wenn ich ein paar Worte mit euch wechsle, die in diesem Ding, in diesen Wirkungen drin leben, kann ich sagen, ich habe immer wieder Himmelsberührungen. Da und dort eine Begegnung und du spürst diese Vorwegnahme dessen, was einmal groß, gesamthaft da sein wird. Ich schmecke es hier drin, ich rieche es, ich betaste es. Da und dort in kleinen Ansätzen, da und dort in größeren Ansätzen, bei unseren Künstlern immer ganz besonders. Also vielen Dank für alle, die sich da immer wieder so mächtig ins Zeug legen. Jetzt bete ich nochmal ganz kurz und nehmt euch alles, was ihr könnt, an Aufmerksamkeit. Wir können das nicht machen. Ich erwarte, dass wir hier durchkommen in einer guten Zeit, dass wir am Abend erbaut, frisch nach Hause kommen, nicht ausgepredigt. Vater, tu dieses Werk, vollende, was du begonnen hast. Du bist der Gott, der immer nur hochsteigt, immer nur hochsteigt und aus jeder Tiefe eine neue Höhe macht, eine größere Höhe. Wirke du selber, was dir wohlgefällig ist. Amen. Schließ wieder dort an, wo wir Kolosser 2,9 erwähnt haben. Da steht geschrieben, das haben die Apostel so gesagt, denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leiblich, so wörtlich leiblich herab und ihr seid in ihm zur Fülle gebracht. Und sofort haben die Juden, die Christen einen Haken darum gemacht und gesagt, das sind wir. Aber das ist nicht wahr. Das ist nicht wahr. Ich kenne Tausende von Christen, die sagen, weil ich Christ bin, gehört mir das. Und sie repräsentieren den wahren Teufel hier unten.
Sie verfolgen alles, was Geist und Leben ist. Sobald Wirksamkeit Gottes ist, die sich der Kontrolle, der Führung der Päpste entzieht, ich rede jetzt im allgemeinen Begriff von geistlichen Führern und so, ist die Hölle los. Ihre Werke, sagt Jesus, zeigen, ob sie Kinder Gottes oder Kinder des Teufels sind. Nie hat Jesus eine Religion gebracht. Nie hat er Begriffe, Begrifflichkeiten, Titel, irgendwelche Dogmen als Inbegriff religiösen Lebens genommen. Das ist wahr und richtig und das ist falsch und so. Natürlich, das gehört alles dazu, als Wortgerippe, als Worthülse gehört das dazu. Aber die Füllung dabei ist wichtig. Jesus hat gesagt, ich werde mein Leben geben für die Welt. Nicht gesagt für die Juden, für die Christen. Für die Welt. Ganz pauschal. Und ich möchte heute einen großen Irrtum auslöschen. Das ist die anspruchsvollste Phase, die kommt dann noch später, wo es darum geht, die ganze Sündengeschichte, die ganze Sündenbereinigung, wenn das alles so für alle ist. Jetzt haben wir uns 2000 Jahre die Köpfe angeschlagen. Christen haben überall gepredigt, wenn du nicht genau so wie ich bist, du des Teufels. Ja? Wie kann das zusammenstimmen? Ich werde darauf zu sprechen kommen. Ich lasse das noch ein bisschen offen, bis wir zu dieser Stelle kommen, dass wir organisch jetzt hinwachsen. Ich nehme das nur schon mal vorweg, das wird noch behandelt in dieser Predigt. Es wird nicht außen gelassen, weil es ist vielleicht der wichtigste theologische Moment für Christen, die hier nicht zurechtkommen mit mir, mit dieser Erläuterung, was ich hier rede. Ja. Aber ich will zuerst, dass ihr mal durchatmet, alle, die hier drin seid, egal woher, egal wer ihr seid, egal wie ihr gelebt habt, ich sage mal pauschal, hat Gott das zu uns gesagt, zu der Menschheit. Gott wohnt in seiner ganzen Fülle in dich hinein. Und wenn heißt Christus, Christus ist ein austauschbarer Begriff für Wirkung Gottes im Leib des Menschen. Wirkung Gottes, die ergeht, wie im ersten Teil beschrieben, völlig unkontrollierbar, wie der Wind heißt es, wie die Wasser. Er weht, wo er will, du kannst ihn nicht kontrollieren. Wenn Gott wirkt, wirkt er. Und wenn er in Menschen drin wirkt, sagt man dem, das ist die biblische Terminologie für Christus. Das ist der Körper. Wenn Gott Körperlichkeit beeinflusst, Körperlichkeit belebt, Körperlichkeit als seinen Leib, als wir haben früher Werkzeug gesagt, das ist, gefällt mir nicht das Wort, wir sind sein Körper. Die ganze Menschheit ist als Körper Gottes gedacht. Und wo immer der Geist gelingen hat, auf Menschen zu, dass er Menschen befähigen kann mit seinen Qualitäten, mit seiner Göttlichkeit, eben herabwohnen, wie wir es hier lesen, in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leiblich herab in den ihm zugeordneten Leib. Ja? Wer immer da eine Offenheit dafür zeigt, mitgeht mit seinen Wirkungen, ist damit gemeint. Nicht wer ein theologisches Bekenntnis von dieser oder der anderen Genauigkeit hat, sondern wer die Wirkungen empfängt, wer merkt, wer da mitgeht, querbeet ein, ganz gleich welche Religion, Ideologie, Stand, ganz gleich, kannst alles nennen, immer bei allen Menschen. Und darum hat Jesus nie Unterschiede gemacht. Er konnte den Pharisäern, den Obersten der Juden, der Führer, der Hohepriesterkaste ins Gesicht sagen, als er da den Zachäus vom Baum runterholt, diesen Zöllner und Sünder, nichts mit Israel am Hut, und sagt, diesem ist heute Gnade widerfahren, dieweil auch er ein Sohn Abrahams ist. Oh, da haben die Knie wieder geschlottert oder die Zähne geknirscht von diesen frommen Besserwissen. Ja. Jesus hat nonstop gezeigt, dass er mehr übrig hatte für die Heiden rundherum als für das sogenannte auserwählte Volk, weil das auserwählte Volk in ihrem Hochmut, man würde heute sagen die Hybris, diese Überheblichkeit, diese religiöse, weil er die abstrafen musste, diese selbstgerechte, hier ist das Gesetz und wir halten das Gesetz und wir sind besser als andere, weil wir auch noch beschnitten sind und so weiter. Jesus hat den Zorn Gottes immer wieder dort geäußert, konnte er nicht ertragen und stattdessen hat er sich bestens arrangiert mit den Menschen, die völlig aus waren theologisch, ja, und konnte den Oberpriestern ins Gesicht sagen, die Huren und die Zöllner werden euch vorausgehen ins Reich Gottes. Und schon wieder haben wir eine Theologie daraus gedreht, die Kirchen, oder? Und sagen, ja, ins Reich, das meint dann den Himmel. Nichts, null und nichts hat er vom Himmel gesagt.
Reich Gottes bedeutet Königsherrschaft Gottes, bedeutet Wirksamkeit Gottes hier unten unter den Menschen, in den irdischen Gefilden, die Wirksamkeit Gottes, wo er seine Weise durchsetzt, wo er uns gewinnt für seine Idee, für seine Kraft, für seine Wirkungen. Und er spürte, dass die Zöllner und Sünder, die Huren, viel feineres Gespür hatten, wo Gottes Kraft am Wirken ist. Hingegen die Eisenstählern, die verschlossenen, verhärteten Pharisäer haben nichts von dem alle vernommen. Sie haben sich nur verstockt. Ja? Darum sagt er, sie werden euch vorangehen in die Königsherrschaft Gottes. Man könnte auch hier wieder sagen, sie werden, und die Zeit ist schon da, da hast du schon diese Maria Magdalene vom Teufel befreit, weint sie an seinen Füßen, Zachäus, der Heide beweist sich als der mitgeht mit der Königsherrschaft Gottes. Das ist Israel, der mit Gott mitfließt. Und dieser Gott ist nicht für Israel, nicht für Christen reserviert, er ist der Gott aller Menschen. Und da knüpfen wir wieder an, dieser Gott für alle Menschen hat allen Menschen dasselbe Angebot gemacht, er hat eine Offenbarung gebracht durch Jesus, die allen gilt. Aber nicht nur, wenn sie Christen werden, oh mein Gott, da haben wir alles kaputt gemacht damit. Wenn sie darauf eingehen, wenn sie die Wirkungen akzeptieren, wenn sie sagen können, ich vertraue dir, das gilt mir. Wir haben daraus eine theologische Floskel gemacht, du musst diesen dieses Bekehrungsgebet sprechen, musst da und da deine Sünden aufschreiben und du musst deinen Tag wissen, wo du dich bekehrt hast und dann kommst du in den Himmel. Und das war es dann auch schon, oder? Das ist dieses grausame, klägliche Evangelium, das die ganze Welt gegen Gott aufgehetzt hat. Darf ich es mal offen sagen? Das ist das, was wir an den Kirchen hassen. Das ist das, was wir hassen an den Christen. Und ich sage zu Recht, weil es eine dämonische Verdrehung der wahren Absicht Gottes ist, was er gebracht hat, was er gewollt hat. Gott ist Wirkung, Gott ist Gegenwart, Gott ist Ereignis im Herzen. Und wer mitgeht, ist Gottes. Wer dagegen geht, ist des Teufels. Darum diese vielen Gleichnisse, wo Jesus von den zwei Söhnen redet. Der eine sagt, ja, ich werde es tun, Vater, was du mir gesagt hast, und tut es nicht. Und der andere sagt, keinen Fall, da werde ich nicht mitmachen, und er tut es. Und Jesus fragt die banale Frage, wer von beiden hat den Willen des Vaters getan? Und sie mussten beschämenderweise eingestehen, derjenige, der getobt hat, gesagt, keinesfalls werde ich das tun, aber er hat es getan. Das Bekenntnis war falsch, die Tat war richtig. Er ist der Sohn Gottes, der andere ist der Sohn des Teufels. Versteht ihr? Unzählige Christen mit Jesus im Mund von früh bis spät. Jesus, Jesus, Jesus. Und sie wirken die Werke des Teufels. Sie verfolgen die wahren Mitfließenden mit Gott permanent und konsequent und jahrelang und jahrzehntelang bis in die Medien rein und überall. Söhne des Teufels. Versteht ihr? Söhne des Teufels. Warum? Weil sie die Werke des Teufels tun. So hat Jesus schon die Juden gemaßregelt, weil er nie die Theologie, nie das Bekenntnis, nie die Lippen, nie das Wort allein gesucht hat. Noch nicht mal mit der Bibel, dem Wort, wollte er Geschichte machen. Darum sagt sein wesentlichster Apostel, dass die Königsherrschaft Gottes ergeht nicht im Wort. Bibel und die Bibel und die Bibel und das Wort sagt, die Bibel sagt, das ist alles korrekt, dürfen wir zitieren. Aber er sagt, die Königsherrschaft Gottes ergeht nicht durch Worte, sondern durch die Kraft, durch die Wirksamkeiten im Heiligen Geist, in der Wirksamkeit Gottes. Also, bis hierher, auch Hebräer 10, 11 sagt, denn er hat mit einem Opfer, ein für alle Mal, uns vollkommen gemacht. Und wenn er sagt uns, sage ich wieder, nicht christlich, sondern die Menschheit, ein für alle Mal vollkommen gemacht, im Quantenfeld, um wissenschaftlich das zu sagen, ein für alle Mal den Schalter gedreht und hat es offenbar gemacht, wie wenn eine neue Erfindung auf die Welt kommt, die jetzt da ist, wo er sagt, die Tür ist offen, könnt alle mit Gott fließen. Hört auf, diesen religiösen Führern zu folgen. Ja? Tut nicht nach ihren Werken, hat er gesagt. Geht mit Gott mit. Ja? Das war ein Angebot für alle Menschen. Nicht über die Bekehrung zu christlichen Dogma, sondern über das Mitgehen, über das Begreifen. Es ist eine Ära da, wo du die Vollkommenheit Gottes herabnehmen kannst, wo du sie ausleben kannst, weil Gott sie allen Menschen jetzt zugänglich machen möchte. So wie ein neuer Frühling. Die Zeit ist da, um das zu leben. Und sofort haben wir das konserviert, christlich abgeschirmt und so weiter. Denselben Fehler wie die Juden. Aber lasst uns nochmal
kurz die Bibel selber zitieren, weil es darf nicht im Bibelhass und nicht im Gotteshass resultieren aus den Versagen des Bodenpersonals, des sogenannten. Sie sind nicht Gottes, die diese Dinge alle verdrehen. Apostelgeschichte 17, 27, das war der Ursprung, wie sie predigten. Sie sagten pauschal zu den Menschen, sie sollen Gott suchen. Das gilt für alle, für jeden einzelnen Menschen. Wenn du nicht Gott suchst, hast du den Sinn des Lebens verpasst, das bleibt. Ja? Aber nicht das Dogma suchen, nicht das Bekenntnis suchen, sondern Gott selber. Dass sie Gott suchen, heißt es dort, ob sie ihn wohl tastend fühlen und finden möchten. Obgleich er nicht fern ist von jedem Einzelnen von uns. So predigten die ersten Apostel, haben allgemein gepredigt, ganz pauschal. Sagt, wir alle sind ihm ganz nah, er ist ganz nah, aber wir müssen begreifen, dass er nah ist. Darum war die Predigt, denkt mit, sind mit, denkt mit, denn die Königsherrschaft Gottes ist nahe gekommen, die Wirkungen Gottes sind nahe gekommen. Jetzt könnt ihr sie betasten, fühlen. Ja? Und dann sagt der Apostelgeschichte 17, 26, denn in ihm, in Gott, leben und beweben, das meint wörtlich leben, und werden bewegt und sind wir alle, alle. Ja? Wie auch etliche eurer Dichter gesagt haben, sagt Paulus zu einer heidnischen Nation, etliche eurer Dichter haben das richtig gesagt, sagt er, denn wir sind auch seines Geschlechts. Das meint genmäßig von Gott Abstand. Ja? Das haben die griechischen Dichter richtig erkannt. Paulus hat nicht gesagt, ihr müsst zuerst Juden werden oder zuerst Christen und dann gilt euch das. Er hat sie direkt dort abgeholt, was ihre eigenen Philosophen, ihre eigenen Dichter geschrieben haben. Wir sind auch seines Geschlechts. Das haben wir im ersten Teil schon behandelt. Ich wiederhole das nicht mehr. Das ist durch. Ja. Und dann 1. Johannes 4, 17, einer der tiefsten Apostel, der meisten Beziehung zu Gott hatte. Er sagt, hierin erkennen wir die Liebe, dass die Liebe bei uns vollendet worden ist, dass wir Freimütigkeit haben am Tag des Gerichts, also wenn alles drunter und drüber geht, das ist unsere Zeit, ja. Denn wie er ist, so sind auch wir in dieser Welt. Ja. Das war die Offenbarung schon am Anfang und das ist das, was wir jetzt hier erleben. Du siehst, jetzt kommt der Tag des Gerichts, jetzt kommt der Teufel über die Welt, jetzt kommt es aus, wer in Gott gefestigt ist, wer nicht und so weiter. Und wir haben hier, ich sage jetzt mal pauschal, als OCG nur als Beispiel, wir sind da nicht die Einzigen. Es gibt viele auf der Welt, überall, die Schwärme, die sich bilden. Aber wir haben Freimütigkeit. Wir fürchten uns nicht vor diesen Teufeln, versteht ihr? Wir haben Freimütigkeit, ja? Wir müssen uns dabei nicht fürchten, denn das ist die Erklärung, warum wir uns nicht fürchten, warum wir völlig freimütig sind, egal was über diese Welt kommt. Denn wie er, und das meint jetzt Gott in Christus, so wie er ist, so sind auch wir in der Welt. Es ist ein und dasselbe. Das haben die Männer damals, die Apostel, so gelehrt. Ja. Aber auch aus Jesu Mund sollst du es hören, Johannes 14, 12, und das ist immer pauschal an alle gerichtet. Ja. In Wahrheit sage ich euch, wer mir Glauben schenkt, der wird auch die Werke tun, die ich tue, und wird wesentlicher oder größere, mächtiger als diese tun, weil ich zum Vater gehe. Da kommt wieder dieses Bild vom Vater, oder? Da aus seinem eigenen Mund. Er sagt, wer mir Glauben schenkt. Was für Glauben? Er hat gesagt, oder an anderer Stelle heißt, diese Studien können wir jetzt alle nicht im Detail machen, er hat die Unverweslichkeit ans Licht gebracht. Ja? Durch seine Auferstehung, durch seine Werke hat er ans Licht gebracht, was eigentlich im Menschen drin steckt. Das war seine Aufgabe. Ich wiederhole das nochmal hier. Ja? Aber jetzt muss ich ans Eingemachte gehen, jetzt müssen wir langsam in die Funktion dann in diese Richtung einschwenken. Weil das von Jesus geoffenbarte Führungsprinzip gehört eben dazu. Jetzt kommen wir langsam in Richtung Schwarm. Was dieser Schwarm ist, aus was er besteht, substanziell, das haben wir jetzt im ersten Teil bis hierher geklärt. Es ist die Teilhaberschaft an den Wirkungen des lebendigen Gottes, Körper sein zu dürfen, dasselbe tun, Vermögen, was er ist, selber empfangen und sein. Aber das gibt jetzt ein heilloses Durcheinander im Unterschied zu den Tieren, weil wir eine weit höhere Spezies sind. Bei den Tieren geht es um Navigation, wo die automatisch wissen, ob das jetzt Formationsflüge sind, ob das Formationsabwehr ist, ob Formationsversorgung, man könnte hier vieles aufzählen. Das geht bei den Tieren einfach so ab, aber es ist ein relativ einfaches, bescheidenes Repertoire, das die Tiere hier bewältigen müssen.
Wir haben eine höhere Berufung. Da geht es weit tiefer, weil diese Wirkungen, die in uns sind, genauer unterschieden werden müssen. Und einen Menschenschwarm zusammenzubringen, wo der Kopf im Weg steht, wo Ratio und die Gefühle oft quer gehen, das ist schon eine höhere Aufgabe. Und darum habt ein bisschen Geduld, dass ich das entwickeln darf, dass wir das wirklich packen können oder dass wir davon gepackt werden. Ja. Aber ich zeige es nochmal, alles, was Jesus gebracht, gelebt hat, hat er wegen uns gemacht. Und so wie er geredet hat, so hat er dargestellt, wie er das macht. Ich sage es mal menschlich, ja, wie er das macht oder wie er gemacht wird. Ja. Johannes 5, 17 sagt er, Jesus antwortet ihnen, mein Vater wirkt bis jetzt und ich wirke. Das ist die Ausgangsposition. Ich könnte sagen, die Problematik. Mein Vater wirkt und ich wirke. Jetzt ist einfach die Frage, stimmt das überein? Wenn du dir die Frage von dir selber aus beantwortest, was würdest du sagen? Man nur still für dich. Mein Vater wirkt und ich wirke. Wie synchron ist dein Wirken und das des Vaters? Und Vater ist immer ein Sinnbild für Vollkommenheit. Die Vollkommenheit wohnt in dir, möchte dich als vollkommenes Wesen, wie Christus gelebt hat, so in jedem Einzelnen hier drin auf der Welt, möchte dich leben und du fragst, du stellst fest, er wirkt, das ist sein Ziel und du wirkst. Erstens, was ist dein Ziel? Wie wirkst du? Kommt das Gott entgegen? Ist das übereinstimmend oder geht es ihm quer? Siehst du, das ist es. Da antwortet Jesus, sprach zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, und jetzt entschlüsselt er das und zeigt, wie er dieses Problem löst, dass der Vater wirkt und auch er wirkt. Wie wirkt er? Und damit sagt er dir, wie du wirken sollst. Oder? Der Sohn kann nichts von sich selber tun. Und wenn er sagt, der Sohn, redet er jetzt von dir. Oder? Er hat das demonstriert, gelebt. Hier verrät er sein Geheimnis. Darum konnte er immer bedenkenlos sagen, der Vater ist größer als ich. Das sind aber alles Sinnbilder. Ja? Zu Thomas sagt er, als Thomas sagt, ja, zeig uns den Vater, das genügt uns. Sagt er, jetzt bin ich so lange bei euch und ihr habt mich, du hast mich nicht erkannt. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Da geht er mal richtig auf den Punkt. Oder? Aber hier sagt er, wie er es macht. Der Sohn kann nichts von sich selber tun, außer was er den Vater tun sieht. Das kannst du dir mal einkreisen, wenn du Notizen machst. Außer was er den Vater tun sieht. Das heißt, du kannst den Vater tun sehen. Wie macht man das? Den Vater tun sehen. Weil wir jetzt nur die Grundlage legen können hier drin, sage ich dir immer wieder eingewoben hier, das üben wir in der Bemessung. Wie sieht man den Vater, was er tut? Ja. Der Sohn tut nichts, außer was er den Vater tun sieht. Denn was dieser tut, das tut auch der Sohn gleicherweise, haben wir im Deutsch, ich würde sagen zeitgleich. Das ist schöner übersetzt. Alles, was der Vater tut, tut der Sohn zeitgleich. Denn der Vater hat den Sohn lieb und zeigt ihm alles, da kommt es wieder. Er zeigt es dir, was er tut. Was er selbst tut, ja. Und er wird ihm größere Werke als diese zeigen, auf das ihr euch verwundert. Ja? Dann sagt er an anderer Stelle, ich tue nur, was ich den Vater tun sehe. Hier kommt es wieder. Und du kannst ergänzen, was ich den Vater reden höre, was ich ihn denken vernehme, sein Denken, sein Fühlen, sein Handeln. Ich gehe nur mit dem mit, was der Vater tut. Und hier sage ich dir einfach mal ganz vorneweg, hier ist immer wieder diese heikle Stelle, wo die Menschen ausrasten, wo sie sagen, ich bin doch keine Marionette. So muss man das verstehen menschlich. Ja? Ich tue nichts, ich fühle nichts, ich denke nichts, ich rede nichts, was ich den Vater tun und sehen und reden höre. Ja? Wie kannst du dann auch dich selber sein? Und seht ihr, hier kann ich nur immer denselben Satz sagen. Das ist der Irrtum schlechthin, dass wir des Teufels Botschaft hier reinlesen, wo er uns sagt, du wirst eine völlige Marionette, du wirst nicht mehr dich selber sein können, du wirst ein richtiger Sklave, da zieht der Gott da oben im Himmel an der Schnur und du machst so und dann macht er so, oder so wie eine Marionette. Stimmt's? Das ist doch das Problem der Religion. Da reden wir von Gehorsam und interpretieren das völlig menschlich. Seht ihr, unser Kampf ist nicht wieder Fleisch und Blut, das haben uns die Teufel in den Kopf gejagt, ja? Das kommt vom Teufel, diese Idee, dass das etwas mit Marionette zu tun hat.
Ich lebe seit Jahrzehnten in diesem Geheimnis drin und ich sage dir eins, ich lechze danach, mehr nach als einem guten Essen, mehr als nach einem guten Trinken, mehr als nach Schlaf, mehr als nach der schönsten Beziehung, die ich dir irgend vormalen und mir wünschen könnte unter diesem Himmel. Was irgend ich je Schönes erlebt habe auf der Welt, sei es mit Dingen, sei es mit Menschen, sei es mit Erfahrungen, nichts ist nur annähernd, vergleichend, begehrenswerter als genau das, wo der Teufel dir ins Hirn reinspuckt und sagt, dann bist du eine Marionette. Nein, das ist das absolut Coolste, das absolut Beste. Da ist das Feeling pur, da bin ich am Ziel, da will ich nichts Zweites mehr. Da kann ich sagen, wenn ich nur das habe, da kann ich selbst sterben wie ein Märtyrer, wie St. Stephanus, der in dieser Gegenwart Gottes jauchzt und sagt, ich sehe den Himmel offen. Es ist das Begehrenswerte, es ist das persönlichste Wollen, das ich kenne. Ich habe kein persönlicheres Wollen irgendeiner Begehrlichkeit gegenüber, dass das Übertreffen nur schon annähernd rivalisieren könnte. Amen. Ja, das hast du mal richtig gesagt. Amen, oder? Amen. Versteht ihr mich? Aber wenn du das nicht kennst, bist du immer im Teufel auf dem Leim, du klebst dort fest, wo du bist, weil du immer diese Existenzangst hast, dass man dir was wegnimmt. Und du merkst nicht, dass das dein innerstes Begehr ist, dein Urgefühl, deine Ursehnsucht, etwas zu können, etwas zu sein, etwas zu vermögen, dass etwas aus dir rausfließt, wo du sagen kannst, wow, was ist da geschehen? Mama, schau dieses Bild, oder? Nicht jeder kann gleich malen. Wenn der Joshua gekommen ist, unser Sohn, das siebte Kind, immer wenn er gekommen ist, Mama, schau mal, boah, dann hast du gemerkt, da hat Gott was durch ihn getan. Wenn er ein Tierlein zeichnet, sieht es lebendig aus. Das Gefühl, es springt gleich aus dem Bild. Wenn ich eins zeichne, das willst du nicht sehen. Aber sei es schon, oder? Siehst du, ich habe hier die Gotteserfahrung nicht. Ich mache es und erlebe, was es ist, wenn der Mensch einen Erfolg hat. Wenn er kommt, kommt er erhaben. Oder? Er kommt schon im Vorwissen, dass das etwas Besonderes ist und zeigt es nicht ohne Grund mit Stolz, oder? Und du sagst, wow, das ist ja fast schon göttlich, ja? Das lebt ja richtig. Und wenn er sieht, wie ich dann sagt, wow, was habe ich getan? Ich habe ein lebendiges Tier gezeichnet. Ab diesem Moment versinkt diese Begabung. Bis er erkennt und erkennt, dass er aus sich gar nichts kann. Versteht ihr? So lebt Gott. So wirkt Gott in uns. Er bringt uns bei und das ist der Grund der Niederführungen, der Herabführungen. Katantano im Griechischen. Das Herabführen hat nur den Zweck, dass wir spüren, aus uns kommt nichts Gutes. Ich kann nichts tun ohne den Vater. Aber wenn der Vater einsetzt, dann schwingt die Feder. Wenn du schreibst, wenn du singst, wenn du irgendwas machst, nenne es, was du willst. Kannst Schraubenschlüssel in der Hand haben und das gelingen. Es ist dieses besondere High, das Höchste, was du unter diesem Himmel erleben kannst. Nichts kann sich mehr mit dir identifizieren, als wenn Gott allein dich lebt. Weil du bist ein Teil von ihm. Du bist ein Teil von ihm. Du bist ein Teil von ihm. Verstehst du? Du bist ein Teil von ihm. Sag es miteinander. Ich bin ein Teil von ihm. Ich bin der Leib des vollkommenen Hauptes. Ich bin der Leib des vollkommenen Hauptes. Das ist die ganze Wahrheit. Und alles andere ist Lüge. Alles andere ist Lüge. Darum fühlst du dich erst, wenn du das bist, was er ist. So bist du geschaffen. Das wird nicht an eine Religion geknüpft. Keine unter diesem Himmel. Wird keiner Ideologie verkauft. Fertig, Schluss damit. Das gehört allen. Das wollte Jesus zeigen. Ja? Oh, ist das wunderbar. Ich kann nur anbeten, wisst ihr? Wunderbar, was der Herr hier macht. Zeitgleich, unmittelbar, was ich den Vater sehe, ist wie eine Inspiration. Nein, es ist die Spiration, das Geistgehauchte. Noch nicht mal eingehaucht, sondern das Geistgehauchte, das aus mir hervorkommt. Seinen Jüngern sagte Jesus, wenn sie euch fragen, wer seid ihr, sagt ihr, kommt aus dem Licht, wo das Licht aus sich selber geworden ist. Aus sich selber. Denn ihr seid Söhne des Lichts, Söhne Gottes. Nicht vom Himmel, wo das Licht vom Himmel gekommen ist, den Stern. Nein, ihr kommt daher, wo das Leben aus sich selber geworden ist.
Und Jesus sagt, wer mit meinen Worten mitgeht, wer aus meinem Mund trinkt, wird selber zu einer Quelle des Lebens werden. Das heißt, du wirst zum Ausfluss der Werke Gottes, der Gedanken Gottes, der Gefühle Gottes, der Empfindungen Gottes, der Gesamtgerechtigkeit Gottes, des Gesamtguten Gottes. Verstehen wir? Das ist unbeschränkt. Und wer mitfließt, Hesekiel 37 erklärt uns das, wird zu einem Strom des Lebens, der immer tiefer wird. Mit jedem Schritt, immer nach 1000 Schritten siehst du dort, wie dieser Strom knöcheltief zuerst, dann knietief, beintief, irgendwann ein reißender Strom wird, obgleich er unter einer Schwelle eines Tempels hervorgeflossen ist. Alles geistliche Bilder. Ja? Das ist die Weise Gottes. Er wirkt und ich wirke auch. Aber ich tue nichts, was ich nicht den Vater tun sehe. Dieses Sensorium bringen wir euch bei der Bemessung bei, das ist der Punkt. Darum rufen wir euch zur Bemessung. Weil das müssen wir im Unterschied zu den Tieren lernen. Wir müssen, bis es übernimmt, bis es zum selbsttragenden Ding wird, irgendwann wird es soweit sein, dass es so verbreitet ist, dass sich das von selber verbreitet, aber im Anfang der Dinge wächst das so. Es ist wie ein Keim, der irgendwann eine Knospe bildet, eine Blüte treibt und dann wieder verschwindet und dann bitter ist für eine Zeit. Aber irgendwann kommt die volle Frucht dabei hervor. Dazu rufen wir euch in die Verbindlichkeit, damit wir da dranbleiben, weil wir hier unseren Ratio strafen müssen. Wir müssen das kennenlernen. Und du lernst es nur dort kennen, wo es vorhanden ist. Kleinen Tipp kann ich dir schon geben. Wenn du rein hier drin, jetzt losgelöst von Worten, von irgendwas, was du alles siehst, an Äußerlichkeit, wenn du hier drin etwas vernimmst, das dich komplett freilöst innerlich, komplett anders macht, wie du sonst bist, dann hast du schon mal getrunken von diesem Wasser des Lebens, von dem wir heute sprechen, von dem wir sprechen. Da kommen wir jetzt ganz nah dran an diese Geheimnisse, um die es geht. Ja. Gut, lesen wir noch einen Text, Johannes 14, Vers 10. Glaubst du nicht, dass ich in dem Vater bin und der Vater in mir ist? Die Worte, die ich zu euch rede, rede ich nicht von mir selbst. Der Vater aber, der in mir bleibt, er tut seine Werke, er tut seine Wirkungen, heißt es wörtlich. Werk ist eigentlich Wirkung. Ja. Also hier zeigt sich der neue Mensch, die Bibel nennt ihn den zweiten Menschen, den mit Gott verbundenen Menschen. Ja. Alles wurde gelehrt, alles wurde demonstriert, alles wurde ja, demonstriert, selbst von den Aposteln, die noch einfache Fischer waren gestern, Zöllner und alles Mögliche. Am nächsten Tag siehst du sie Kranke heilen, ihre Gürtel haben die Toten auferweckt. Es gab nichts mehr, was unmöglich war, weil das Geheimnis in ihnen durchgeschlagen ist. Und dann eben kamen die Wölfe, vor denen die ersten Apostel gewarnt haben, dass sie kommen werden, und haben daraus Liturgien gemacht, haben sich diese Geheimnisse genommen und Zeremonien daraus gedreht, sich vergangen in Zeremonien, sich erschöpft in Zeremonien. Die haben die Taufe zum Wesentlichen erhoben oder das Abendmahl zur Liturgie und so weiter erhoben. Selbst das Vaterunser haben sie missbraucht, um daraus das Gebet zu machen. Wobei, das mag noch das Beste sein, aber du siehst, dass in der Kirche das runtergeleiert wird. Da ist kaum ein Mensch in der Substanz dessen, was hier gebetet wird. Aber wenn du drin bist, reichen dir 2 Stunden nicht aus, um nur einmal durchzugehen. Ich rede hier aus jahrzehntelanger Erfahrung. Da bist du so tief, so nah am Puls Gottes dran. Ja? Aber wir haben uns in Liturgien, in Katechismen, in Gesetzen verstrickt, in neu aufgelegten Dingen, wo das alttestamentliche Gesetz anstatt erfüllt wurde durch das Gesetz, das von innen wirkt, haben wir es noch aufgestapelt, obgleich Jesus gekommen ist, hat gesagt, ihr habt ja nicht eines tragen können von diesen Gesetzen, weil ihr darunter erstickt seid, erwürgt worden seid in dieser religiösen Nummer drin, ihr seid sowas von überlastet und beschwert, hat gesagt, kommt zu mir, die ihr überlastet seid, beschwert, überanstrengt seid, vor lauter Recht machen wollen. Oder? Ich gebe euch Ruhe, ich gebe euch Frieden, hat er gesagt. Oder? Aber was macht der Wolf, der falsche Christus, der falsche Christ, was macht der falsche Apostel? Er kommt daher und legt zu diesem alttestamentlichen Gesetz, das ja im Verhältnis simpel war, 10 Gebote, und was darum sich entwickelt, kommt er und legt dann die neutestamentlichen Gebote auf. Und lehrt doch die Menschen, ja, schau jetzt im Neuen Testament, dass die Seligpreisungen, die Bergpredigt, das ist das neue Gesetz, oder kommen diese frommen, bärtigen, oh, da kommt mir Zorn Gottes ins Gesicht, weißt du. Kommen sie daher und sagen, ja, damals
war es nur das und jetzt musst du es noch viel genauer nehmen. Wenn du früher ein Ehebrecher warst, jetzt noch nicht mal ein Glück und du bist des Todes. Versteht ihr das? Die ganze Werkpredigt, studiert sie mal. Die List des Teufels uns noch mehr Bürden auf gesetzlichem Weg. Das gefällt jetzt Gott und wenn du das Wort erfüllst, dann bist du Gottes, sagen sie, diese Theologie, oder? Genau das Gegenteil ist der Fall. Das haargenaue Gegenteil ist der Fall. Jesus kommt und offenbart uns die Kraft Gottes. Er ist nicht gekommen, um uns noch mehr Theologie zu nehmen. Oh, die Menschen wären bereit gewesen, ihr letztes Hemd auszuziehen. Sie haben sich geritzt und gerafft und gemacht, um ihre Sünden loszuwerden. Ja, weil sie es nicht konnten und sie haben sich so geschämt. Und Herr, jetzt habe ich wieder gesündigt. Ich quäle mich, dass du siehst. Ich will das Beste tun. Ich kann es nicht, oder? Denken wir wirklich, Jesus sei gekommen, hat hier noch eins obendrauf gelegt. Er ist gekommen und hat mit der Bergpredigt gesagt, glückselig, so ist die ganze Bergpredigt eingefärbt, glückselig die Armen im Geiste. Warum? Denn ihnen gehört das Himmelreich. Warum? Ganz einfach. Wenn du nicht mehr kannst, dann übernimmt Gott, dann kommst du dem Himmel ganz nah, könntest du jetzt menschlich sagen. Dann beginnt es aus dir auszufließen. Und zwar die einzige, die Bergpredigt, eine einzige Deklaration, ein Katalog, wo Jesus uns zeigt, was sich in uns drin ereignet, wenn wir in seine Kraft kommen, in sein Kraftfeld, dass das alles von selbst ausfließt. Diese hohe Tugend, die du nie machen kannst, wird als Selbstverständlichkeit, als neue Natur aus dir ausfließen, wenn du nur genug runterkommst, ja? Wenn du nur genug gemerkt hast, dass du es aus dir selber nicht kannst, dann ereignet sich das in einfach nur wunderbarster Weise. Ich könnte hier ja jetzt Stunden nur über die Bergpredigt reden. Es sind lauter Ausflüsse, selbstverständliche, neuartige Ausflüsse der Vollkommenheit Gottes in denen, die das begriffen haben, dass Gott in ihnen lebt. Keinerlei Anstrengung, nichts, null und nichts, um nicht irgend da zu sündigen oder dort zu sitzen, sondern ureigenste Tugend, ureigenste kindliche Reinheit, ureigenste heilige Wahrnehmung und Empfindung, die live eins zu eins durch Gott in dir pulsiert. Und du merkst, wow, ich bin wieder wie ein Kind, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder. Ja? Nicht wie die Kinder, quasi wie Kinder, heißt auch dort wieder. Oder? Und du merkst, oh wow, wenn ich in dieses Kraftfeld komme, ich bin das einfach. Erinnerst du dich als Kindlein vielleicht noch? Ich erinnere mich so gut. Ich hätte nie ansatzweise jemand etwas Böses tun können. Es war so ein reiner, selbstverständlicher Ausfluss. Ja? Der Gedanke an Unreinheit, ich darf heute nicht daran denken, was sie mit den Kindern machen, mit der Frühsexualisierung. Als Kindlein, die Reinheit, völlig von selbst, ganz ein hoher Level, sogleich mich entfernt, wenn irgendwas nur in andeutungsweise in diese Nähe kam, die Christen einfach das Auge ausreißen und den Kampf gegen das Fleisch aufnehmen und du und der Teufel, oder? Du kannst dreimal raten, wer verliert. Du musst wissen, dass der Reichtum Gottes in dir drin lebt und wogt und pulsiert bis zum geht nicht mehr. Alles. Aber du musst genug schwach sein, dass du nicht immer selber die Finger im Spiel hast, nur was ich den Vater tun sehe. Und je geschwächter du bist, und das steht schon auf dem Programmpunkt hier, je schwächer du als Individuum wirst, desto mehr, wenn du das begriffen hast, lässt du los und merkst, wie die Urquellen Gottes in dir wieder aufbrechen, die in dir genauso sind wie jedem anderen Mensch, so du Jesus Glauben schenkst, der gesagt hat, das ist für dich, das ist erledigt, das ist nehmbar für dich zum Nehmen. Ja. Gut, der einzige Unterschied von Jesus zu den Geisteslehren, ich möchte darüber noch etwas auch sagen, es gibt ja viele Geisteslehrer, die allerlei Dinge versprechen. Jesus machte im Unterschied zu den meisten Geistlehrern aus den Wirkungen Gottes keinen Selbstbedienungsladen. Wenn ich diese Dinge rede, könnte man denken, ja, du bist ein kleiner Gott und du kannst hier so einfach zum Vollen schöpfen. Ja. Ich habe das genug eingehend erklärt, was es heißt, ich tue nur, was ich den Vater tun sehe. Also ich betone das nochmal, kein Selbstbedienungsladen. Es geht nicht darum, dass wir Götter werden im Sinne, wie der Teufel das am Anfang im Schild führte, dass du sagst, ich bin Gott und ich gehe durch mit den Kräften und Möglichkeiten Gottes. Ich arrangiere mich hier selbst, ich denke mir was aus, was ich will, ich zaubere mir das in den Hut oder aus dem Hut. Nicht so. Jesus bezeugte hinter allem, in allem, auch nicht bloß eine Matrix, die hier wirkt. Wenn Jesus von diesen Kräften, von diesen Dingen geredet hat,
in seinem Wortlaut von dem Reich Gottes, von der Königsherrschaft Gottes, hat er nie einfach eine Matrix, eine bloße technische Kraft, eine Kraftwirkung beschrieben, hat immer von einer Person geredet, die Ursache ist für diese Wirkungen. Das müssen wir uns ganz gut merken, und da komme ich nicht darum herum, dass jedem einzelnen Menschen auf der Welt ans Herz zu legen, versucht nicht aus Gott eine Mechanik zu machen, versucht nicht aus Gott eine technische Kraft zu machen, so ein technisches Prinzip, so wie ein Perpetuum mobile, du magst die Welt noch so technisch wahrnehmen, dass die Sonne aufgeht und untergeht und so weiter. Auf der einen Seite ist das so, aber in der Praxis ist eines für alle gleich, Gott ist ein lebendiger Gott, der dir das Herz gemacht hat, hat selber ein Herz. Der dir die Augen gemacht hat, sieht, oder sollte er nicht sehen. Der dir die Ohren gemacht hat, sollte er selber nicht hören. Das sollen wir uns gut merken, das hat eine der höchsten Bedeutungen, auch von dem, was ich heute sage, wenn wir uns in dieses Experiment reinbegeben, in diesen Weg, in diesen Kampf. In der Praxis ist alles für alle gleich. Wir brauchen Liebe, ohne Liebe können wir nicht existieren. Und nur seine Liebe trägt bis ins Ziel. Wir brauchen Glauben und Ausharren, wir brauchen Erwartung, wir brauchen Weisheit, wir brauchen Empfang der Weisheit. Wir brauchen Erkenntnis, Unterscheidung der Geister und. Und all das will aus einer persönlichen Beziehung, aus einem persönlichen, ja, aus einer Person, aus Gott als Person fließen, von der Jesus gesagt hat, er kennt deine Bedürfnisse, bevor du sie selber weißt. Bevor du betest, weiß er schon, was du brauchst. Ja? Und deine Haare sind gezählt. Solche Worte hat Jesus verwendet, damit wir nicht auf die Idee kommen, irgendwo Gott nachzuhelfen. Ja. Aber der vielleicht wichtigste Moment, Unterschied, auch auf die Zukunft, wir denken wieder an den Start dieser Versammlung, einer der wichtigsten Unterschiede, den es ausmacht, ob du Gott als Person wahrnimmst oder ob du Gott nur als Matrix wahrnimmst, liegt wohl darin, dass du, wenn du der Hölle gegenüberstehst, und das war jetzt erst die Vorspeise, die wir heute gesehen haben, wenn sich die Hölle wirklich noch mehr aufmacht, dass du dem leibhaftigen Teufel gegenüberstehst, dass auch du verstehst, dass der Teufel nicht nur eine Wirkung ist, sondern eine Person, die denkt und eisern ist, keine Gefühle hat, kein Mitleid, keine Diskussionsgrundlage, keine Wahrheit, kein Ansatz von Diskussion oder Nachgeben oder sowas, wenn du mit ihm zu tun bekommst. Spätestens dann würde ich sagen, wenn wir diesen Übermächten gegenüberstehen, wird es sich zeigen, wie wichtig es ist, dass Gott, dass du ihn als Person wahrnimmst. Ja? Ja? Dass auch das Böse zwar einerseits mechanisch, prinzipiell abläuft, auf der anderen Seite aber Wesenheiten, Teufel, Dämonen, Besessene dahinter sind. Glückselig, sage ich, wer diesen gegenüber oder auch den Katastrophen, die sie mit sich bringen gegenüber, den Grausamkeiten gegenüber, sich an einen Gott anklammern dürfen. Ich sage es mal, wie es ist, wie ein Kind an den Vater. Darum hat Jesus so viel vom Vater geredet, um zu zeigen, wer mich sieht, sieht den Vater. Jesus hat sich gekümmert um uns, hat uns aufgenommen, in den Arm genommen, geschützt, befreit, geheilt. Du kannst mit ihm reden, kannst ihm deine Bedürfnisse sagen. Das ist ein Riesenunterschied, ja. Sich an Gott anklammern dürfen, mit ihm rechnen. Es macht einen Riesenunterschied in diesem Lauf, den wir gehen. Ich lege ihn zutiefst ans Herz von uns allen. Ja. Trotzdem bleiben wir völlig auf uns selber gestellt, gefühlt. Ja. Er nimmt uns nicht die Verantwortung ab, er nimmt uns nicht die Mündigkeit ab. Im Gegenteil, er stellt uns je länger, desto mehr auf eigene Füße. So er begonnen hat, hört er auch auf. Er ließ die Jünger gewissermaßen menschlich betrachtet im Regen stehen. Ja. Wird getötet, aufersteht, verschwindet. Ja, was denkt man darüber? Aber er hat gesagt, wie er darüber denkt. Freut euch, dass ich gehe, sonst kommt der Geist nicht auf euch, sonst kommt die Gottheit nicht auf euch, die Gottheit in euch nicht zu wirken, sonst klammert ihr euch an mich. Ja? Ja. Also, wir werden mehr denn je auf eigene Füße gestellt, weil Gott durch uns kommt, du fühlst dich völlig allein. Aber weil du eine Beziehung hast, redest du mit ihm, du öffnest dich, du kannst ihm sagen, wenn du Mist gebaut hast, erledigt, wenn du wieder mitgehst, ist erledigt, ja. Und dann kommt es zur Synergie Gottes. Ja. Du bleibst auf dich selber gestellt und du merkst, wenn jeder das tut, wir brauchen einander. Gott hat vor, uns zu synergisieren, in jedem Einzelnen von uns zu leben und das dann zusammen zu einem Körper zusammenzufassen. Da reden wir jetzt vom Schwarm. Das ist die Idee Gottes, das ist das Werk Gottes, das ist das Ereignis dieses Zeitalters, dass genau das geschieht, diese Synergie.
Ja, diese gesamte Masse, sie braucht eine Beziehung. Sie braucht das Wissen um eine planende Hauptschaft, die allweise, allmächtig, allübersichtlich ist. Eine göttliche Intelligenz, die nicht einfach Materie ist, nach Willkür wirkt, sondern als Person, als denkende, fühlende, wollende Person. Ja. Der letzte Unterschied wird sich im Ausharren zeigen, denn wenn ich oder du, wenn einer von uns bloß gesetzmäßig unterwegs ist, mit einer Matrix, mit einer Technik, ich sage dir, er wird dort am Ende sein, wo er am Ende ist. Weil mit einer Matrix spricht man nicht, die benutzt man. Du kannst Wellen reiten mit einer Matrix, du kannst alles Mögliche machen, aber sie wird dich so wenig hören wie die Fliehkraft, verstehst du? Wenn es darauf ankommt, hast du eine Technik, die Fliehkraft fragt nicht, wer bist du, hat kein Mitleid mit dir. Oder wenn du irgend über eine Klippe fällst, sie wird nicht sagen, ja, weil du es bist, lassen wir das mal. Nein, sie wird dich verschlingen. Technik macht keine Unterschiede. Und wenn du die Technik wählst, hast du Technik. Gott gibt dir das, was du wählst, das ist das Problem. Das musst du wissen. Du darfst technisch leben, du kommst technisch ziemlich weit. Die meisten Esos kommen ziemlich weit, weil sie auf die Wirkungen eingehen, aber weil sie nicht zulassen, dass diese Wirkungen von einer Person ausgehen, bleiben sie technisch. Ja? Und dann geschieht dasselbe, wenn der Teufel ihnen dann in seinen Wirkungen und Gnadenlosigkeiten gegenübersteht, dass sie irgendwann fertig ausgebrannt sind. Es wird dasselbe passieren wie beim Feuer. Das Feuer fragt nicht, wer bist du? Der Abgrund fragt nicht, die Teufel und Dämonen fragen nicht, sie nehmen keine Rücksicht. Sie sind tot und eiskalt, da gibt es keine Diskussion. Dort, wo du dann am Ende bist, ist das Ende. Ja? Und das ist der Unterschied, da beginnt es bei mir erst. Versteht ihr das? Wenn ich am kompletten Ende bin, lasse ich mich in die Hand fallen dessen, der das alles arrangiert und sagt, Papa, mach nicht mehr, ich kann es nicht mehr tragen. Ich kann es nicht mehr tragen, Herr, sage ich. Und die untragbarsten Dinge, in Sekunden spüre ich eine neue Energie, weil ich gesagt habe, Papa, ich kann es nicht tragen, hilf mir tragen, komm zu mir, sagt Jesus, dir mühselig und beladen sei. Ich bin überanstrengt, Herr, ich kann nicht mehr, ich bin zerbrochen. Da sagt er, ich will dich Ruhe geben, Herabruhe, göttliche Ruhe, göttlichen Frieden. Wahnsinn, Wahnsinn. Plötzlich spürst du bist eine Energiemaschine, die neue Kräfte empfängt, wenn du ans Ende kommst. Der auf sich selbst gestellte technische Denker, der auch mit göttlichen Kräften unterwegs ist, zerschellt wie ein Schiff an der Brandung in den Felsen. Und du merkst, jetzt beginnt etwas ganz Neues, etwas Tieferes, etwas nie Dagewesenes. Du sagst, je tiefer du fällst, desto höher steigst du nachher hoch, weil das seine Weise ist. Versteht ihr das? Sag mal Amen. Seht, und diese Beziehung, das Wissen um eine lebendige Person, das ist es, was diese lebendige Person will. Das ist ihr Ziel und gleichzeitig ihr Anfang. Dass wir das Wissen, dass wir diese Liebe Gottes in uns, diese Möglichkeiten Gottes in uns vernehmen und diese Beziehung feiern. Und ich sage dir, jeden Erfolg, alles, was wir Schönes erleben, Wunderbares, feiere ich mit ihm. Das ist wie wenn du mit deinem Liebsten irgendwo ein Festessen hast, etwas ganz Wunderbares, das feiere ich mit ihm. Ich kann ihm Danke sagen und spüre, wie mein Herz noch mehr erfüllt wird von ihm. Es ist eine Beziehung, eine Liebesbeziehung. Beziehung, merkt ihr das Wort gut? Beziehung macht das Leben aus. Die Liebe ist eine Beziehung. Beziehung, Beziehung. Sag mal Beziehung. Beziehung. Ich will eine Beziehung mit Gott. Ich will eine Beziehung mit Gott. Oh, sag das bitte und schäm dich Gottes nicht. Ja. Ich lege jetzt den letzten Gang ein, okay? Ich muss über das Navigationsprinzip reden noch. Es ist das denkbar einfachste Navigationsprinzip, das wir heute bekommen von ihm, was den Schwarm betrifft. Jetzt passt aber auf, wenn ich sage, das denkbar einfachste, heißt das nicht das problemloseste. So einfach es ist, so kompromisslos ist es. Du hast das Navigationsprinzip Gottes oder du hast es nicht. Wie beim Flugzeug, beim Radar. Du hast ein Radar und kannst ans Ziel, wo du hinfliegen willst, oder ein Radar steigt aus und das war's. Das war's dann auch. Wenn du die Navigation Gottes hast, hast du alles, hast du sie nicht, hast du nichts. So einfach ist das. Also, aber Tatsache ist, Schwarmleben ist auf dem denkbar einfachsten Lebensprinzip gegründet oder fundiert, das irgend denkbar ist, sonst könnte es nicht funktionieren. Die einfache Logik kannst du bei den Tierschwärmen verstehen.
Wir könnten Milliarden von Heuschrecken in 0,6 Sekunden die Richtung wechseln zum Beispiel, oder Vögel, Fische. Nur wenn es denkbar einfach ist, geht das. Es ist nicht so, dass es eine größere Ausbildung braucht. Aber wir brauchen eine Ausbildung, um all das loszuwerden, was das Einfache rivalisiert. Darum bilden wir aus, versteht ihr? Nicht, weil es so kompliziert wäre, sondern weil wir es so kompliziert machen. Nicht, weil es so anspruchsvoll wäre, sondern weil wir es zu einfach empfinden, als dass es das schon war. Wir suchen dann weiter und denken, ja, aber es muss noch was anderes sicher sein. Weil wir so manipuliert sind in unseren Köpfen, so gewaschen, hirngewaschen, dass wir einfach über das schwer wegkommen. Und darum rufen wir euch in die Bemessung, dass wir das einfach gnadenlos unterscheiden lernen. Wo ist Gottes Navigation drin, wo ist er nicht drin? Was ist die Stimme Gottes und was ist die Stimme nicht des Gottes? Was ist deine eigene Stimme, was ist Teufelsstimme, was ist deine Verklägerstimme? Das muss man unterscheiden lernen. Darum bieten wir die Bemessungen an. Unbedingt dringend, weil wir selber uns das Hindernis bereiten. Ja. Aber ich sage es nochmal, weil Milliarden Beteiligte sind in einem Schwarm und auch Menschen mögen Milliarden werden, muss es denkbar einfach sein, sonst geht es gar nicht. Aber ich sage es nochmal, so einfach wie es ist, auf der einen Seite, so konsequent ist es auf der anderen Seite. Ja. Wir haben so viele Menschen verloren, teilweise kostbarste Menschen, die da drin lebten, in diesem Navigationslauf mit uns gesurft sind und die wunderbarsten Dinge erlebt haben und plötzlich fremdartige Dinge reingelassen haben von dem einen einzigen, ganz simplen, naiven, absoluten Navigationsprinzip wegentwickelt, wieder eigene Dinge einfließen lassen, sie sind zerschellt und zu Schanden geworden. Und ich sagte, je mehr der Teufel hier unten offenbar wird, desto genauer müssen wir uns, oder desto enger müssen wir uns in diesem Navigationsprinzip Gottes aufhalten. Ich werde es in dieser Predigt streifen, aber richtig üben machen wir das nicht heute, das machen wir bei den Bemessungen, zu denen wir euch einfach dringend einladen, dass wir dort die Praxis davon haben. Wir können nicht alles in einen Tag hier einbauen. Aber so viel möchte ich sagen, es ist das Gesetz des Geistes des Lebens. Ich versuche das ganz kurz zu umreißen und hier in diesem kurzen Part erkläre ich dir die Sündenbewältigung, wie sie für alle Menschen ohne diese Theologie, die wir bekanntlicherweise mit uns herumschleppen, die Sündenvergebung ans rein christliche Lager bindet oder die Juden ans jüdische Lager. Ich möchte auch die muslimische Art der Sündenvergebung, ich möchte alles zeigen, es ist für alle Menschen ein Prinzip und es ist ein ganz einfaches, weil bei Gott Sünde etwas ganz anderes ist als bei den Menschen, etwas ganz anderes, völlig anderes als bei den Kirchen. Das müssen wir eben verstehen, da müssen wir Abschied nehmen. Also, jetzt komme ich auf den Punkt, wie hat Jesus sich navigieren lassen, weil das ist ein Stück eben leere Theologie, ja. Es heißt von ihm, in ihm war Leben, das heißt Christus hat Leben Gottes in sich gehabt. Zoe, göttliches Leben war in ihm. Und dieses Leben war das Licht des Menschen. Also Jesus hat nach dem einen und einzigen Navigationsprinzip gelebt, dass das Leben des Vaters, das er kannte, ja, er war es auch selber, das er kannte, das ihm völlig vertraut war, dieses Leben, dieses göttliche Leben, das sich an Qualität von allem unterschied, was hier unter dem Himmel gibt, überall, wo dieses göttliche Leben ein Amen hatte dazu, da ist er mitgegangen. Wenn er sagte, ich rede nur, was ich den Vater sagen höre, dann hat er innerlich aus sich selber diese Worte Gottes empfangen, begleitet von diesem göttlichen Leben. Dieser Duft des Lebens Gottes hat diese Gedanken in ihm begleitet und er spürte, ah, das ist der Vater. Das ist wie wenn dein liebster Mensch ein Parfüm hat und wenn du das riechst, ah, das ist meine Ehefrau oder mein Ehemann oder mein Freund, meine Freundin. Verstehst du? Dieser Geruch, er wusste sofort, ah, das ist er. Wenn dieser Geruch ins Spiel kam, diese gewisse Schwingung, diese göttliche Erhebung, dieses Leben, dieses freimachende, ruhige, friedenbringende Leben, hat Jesus gewusst, der Gedanke, der mit diesem Leben zusammenhängt, das ist der Vater. Ob das jetzt ein Wort war, ob das eine Erkenntnis war, eine Feststellung, alles ist aus ihm von selbst aufgestiegen. Das ist eine der wichtigsten Erkenntnisse, die du haben musst im Schwarm. Der Schwarm wird gelebt, er wird von innen her gemacht, er wird von innen her erhoben. Alles geschieht von selbst.
Ich komme später nochmal darauf zurück, also nicht später, es darf kein später mehr geben, nachher gleich. Ja. Versteht ihr meine Not? Wir reden hier von Wirklichkeiten, die wir eigentlich tagelang brauchten, aber ich danke euch, dass ihr ein bisschen sitzt hier und das an euch geschehen lasst. Jetzt komme ich schnell zur Sündenfrage. Ja. Die Apostel sagen, wenn wir im Lichte leben, wie Gott im Licht ist, dann haben wir miteinander Gemeinschaft, dann fließen wir zusammen als Schwarm und alle unsere Schulden, alle unsere Sünden sind erledigt. So steht es im Neuen Testament. Ja. Alle unsere Sünden sind erledigt. Warum? Also ich sage es nochmal mit diesem Begriff, Leben, Licht, das sind austauschbare Begriffe. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Er hat sich nur immer dort bewegt, wo das göttliche Leben drüber war. Kam ein Gedanke hoch, der niederziehend war, nicht das göttliche Leben, wusste schon zum Vornherein, das ist falsch. Dem fließe ich nicht mit. Zeitgleich aber, egal was sich ihm ereignete, was sich als Leben gezeigt hat, das war das göttliche Licht, das ihn geleitet hat. Licht und Leben sind austauschbare Begriffe, ja. Und darum, wenn die Apostel nachher sagen, im 1. Johannesbrief dort, Kapitel 1, wenn sie sagen, wenn wir im Lichte, oder kann sie sagen, im Leben sind, wie Gott im Licht ist, das heißt, wie sich Gott ereignet in seinem Lebensstrom, dann haben wir Gemeinschaft miteinander, sowohl mit Gott als auch untereinander. Und sein Blut, heißt es dann, reinigt uns von aller Sünde. Und da sind wir zum heikelsten Punkt, das Blut Jesu Christi. Und jetzt machen wir gleich mal einen Cut, weil Blut, so definiert die Bibel selber, Blut ist eine Bezeichnung für Person, für Leben, für die Person selbst. Die Person ist im Blut, steht geschrieben. Also, wenn Gott in dir fließt und du nichts Zweites tust, als mit dem Lebensstrom, der sich in dir hoch von selbst ereignet, ungesucht, völlig aus der unbewussten Tiefe, entsteht das und du spürst, da ist dein Leben drin. Und du gehst damit mit, sind alle deine Sünden erledigt. Ob du Christ bist oder Moslem, oder das wird überhaupt nicht thematisiert. Wer mit dem Strom mitgeht, braucht sich keine Sündengedanken machen, weil das ist die Sünde, dass wir getrennt vom Strom existierten. Versteht ihr das? Nichts Zweites ist Sünde. Nichts Zweites ist Sünde, weil jede Unvollkommenheit, jedes Verderben kommt daraus hervor, dass wir abgedockt wurden von unseren Fähigkeiten, der göttlichen Navigation, von unserem völligen Sein. Oder? Darum ist der Inbegriff von Sünde getrennt sein von dem Strom, vom Leben Gottes. Das ist Sünde. Was dann daraus kommt im Einzelnen, ob du jetzt da in Drogen oder Alkohol oder Sexismus oder nimm, was du willst, fällst, das ist völlig, völlig irrelevant. Das interessiert niemand mehr. Sünde ist nicht verbunden sein. Jesus bringt Thomas gegenüber, im Thomas-Evangelium, so auf den Punkt, dass er sagte, wenn der Lernende von Gott verbunden ist mit Gott, fühlt er sich von selbst mit Licht. Ist, wird er aber getrennt, fühlt er sich sogleich mit Finsternis. Simpel, oder? Wie Luft im Glas, Wasser rein ist Luft raus. So simpel, oder? Ist er verbunden? Wenn du mit Gott verbunden bist, ist das Sündenproblem erledigt. Sünde meint, du warst nicht verbunden, du warst nicht an Gottes Herrlichkeit angeschlossen. Das war die Sünde. Bist du angeschlossen, wird's gut. Kommt's gut. Kannst alles andere vergessen. Keine Abtragerei, keine Bezahlung für Sünden und dann aufließen und dann nochmal aufließen. Das tut mir noch mehr leid, noch mehr leid. Kannst eh nichts mehr ändern. Vergangenheit ist Vergangenheit. Und wenn du ein vollkommenes Leben willst, sei im Strom, die Sündenfrage ist erledigt. Da brauchst du nicht Kniearbeit machen, irgendeine christliche Formel beten, das Blut Jesu beschwören. Blut Jesu bedeutet nichts anderes als Leben. Ich gebe mein Leben für das Leben der Welt. Ja? Ich lasse mich töten, auch verstehe, dass die Welt begreift, dass im Menschen Unsterblichkeit wohnt. Ich komme mit dem göttlichen Leben in euch. Das ist sein Blut, sein Leben, seine Person, seine unmittelbare Gegenwart in uns. Ganz losgelöst von einem christlichen Bekenntnis ist das Ereignis Gottes Wirkung, mitgehen, gleich Sünde erledigt. Du hast Gemeinschaft mit Gott, wer dasselbe tut, du hast Gemeinschaft miteinander, das ist das Geheimnis des Schwarms, versteht ihr das? Aber wir müssen dieses Leben kennen. Wir müssen wissen, was der Unterschied ist von diesem göttlichen Leben und einem eigendynamischen Leben. Wir müssen es unterscheiden lernen, dass es von selbst wird. So wie wenn du
auf der Straße fährst und automatisch allem ausweichst, was dir in die Quere kommt. Oder? Ein Stein auf der Straße liegt, machst du automatisch so. Das muss so fließen, dass du es siehst, mit dem mitgehst. Und das ist in der göttlichen Navigation jeder Moment möglich, in deinen Gedanken, in deinen Gefühlen, in deinem Wollen, in deinem Wirken, in deinen Entscheidungen, in deinem Nichtwissen. Wer das verstanden hat, du kannst dich nur auf das, was du nicht verstehst, du brauchst dich nur auf das ausrichten und wissen, dass der Allwissende in dir ist. Du musst nicht alles Wissen präsent, gegenwärtig in deinem Individuum herumschleppen. Alles, was du nicht weißt, du kannst dich öffnen, du brauchst auch nicht betteln darum, oh Vater, plappen, plappen, oder? Du machst einfach deinen Sinn, du richtest dich auf das, was dir mangelt und erwartest, dass das Leben zu fließen beginnt. Und das ist ein bisschen Übung. Aber wann können wir es, wenn wir in der Bemessung mal die Grundlage gelegt haben, was göttliches Leben ist, was es nicht ist, was die Stimme Gottes ist, was sie nicht ist. Diese simplen Dinge, und das geht über Kraft, das geht über Bemessung der Kraftwirkungen, die in uns und um uns sich ereignen, auch ereignen in der ganzen Gemeinschaft, die wir haben. Jetzt muss ich zum langsamen Mündung kommen, Landung. Der Unterschied nun vom Menschenschwarm zum Tierschwarm ist im Wesentlichsten eben der, dass wir entwicklungsfähig sind. Der Tierschwarm macht immer dasselbe, der hat immer einen Status quo, so ist es, so bleibt es, aber wir sind entwicklungsfähig. Und wenn wir fragen, ja, wohin entwickeln, dann sage ich nochmals Antwort, wir sind entwicklungsfähig, gemeinschaftlich Körper Gottes zu sein, ein Körper, ein Leib aus vielen Gliedern, aber ein Leib, ein göttlicher Leib bis zur vollen Größe der vollen Herrlichkeit Gottes. Glaubt ihr das? Also wir sind der Leib eines vollkommenen Hauptes. Sagen wir es nochmal. Wir sind der Leib eines vollkommenen Hauptes. Das ist die ganze Wahrheit. Wer etwas anderes behauptet, lügt, bringt eine Irrlehre, knüpft an der alten Kirchengeschichte an. Die wollen wir jetzt einfach gründlich ausschaffen. Ja. Gut. Die Gefahren möchte ich ganz kurz noch erwähnen. Wenn übernatürliche Dinge im Spiel sind, die Kräfte ins Spiel kommen, die sich immer mehr steigern, müssen wir auch wissen, die bergen auch Gefahren in sich, Ablegung. Überall, wo Energie ins Spiel kommt, auch physikalisch, menschlich, Radioaktivität, wenn du ein Atomkraftwerk baust mit dieser Power, mega Gefahren, Elektrizitätswerk genügt schon. Wenn du Brennstoffe handelst oder mit Brennstoffen arbeitest, alles, was Energie erzeugt, birgt Gefahren. Wasserfälle, um irgendwelche Strom zu erzeugen, nenne, was du willst. Sobald Energie ins Spiel kommt, kommt auch Gefahr ins Spiel. Elektrizität, Finger am falschen Ort, bist du tot. Im Geist ist das ein und dasselbe. Seht ihr? Und das müsst ihr auch wissen. Das ist kein Sonntagsspaziergang. Es ist denkbar einfach, aber denkbar kompromisslos. Ja. Also wenn wir hier falsche Dinge tun, können wir die Hölle erleben hier unten. Und wie soll ich sagen, da gilt es wirklich im Schwarmpower, in der Vollendung des Schwarmwesens, hinein Richtung Schwarmintelligenz uns zu entwickeln. Da braucht jeder das gesamte Umfeld, jeder hört auf den anderen, jeder achtet, was Gott durch die verschiedenen Glieder tut. Wir sind als Organismus seit Jahrzehnten unterwegs, nehmen jeden Impuls wahr, der von irgendwo, von wem auch immer kommt, um zu schauen, ob Gott durch diese Menschen wirkt. Und wir bemessen es immer nur an dem Gesetz des Geistes des Lebens. Ob der göttliche Friede drauf ist, wie es Jesus an anderer Stelle sagt, ich gebe euch meinen Frieden, meine Ruhe. An dem bemessen wir es, nur an der Kraft bemessen wir es, an der übereinstimmenden Kraft. Und das Wichtigste, was wir lernen müssen als Schwarm im Unterschied zu den Tieren, wir haben ein gemeinsames Zeugnis, so nennen wir das. Es sind ein paar neue Worte dabei, die müssen wir uns einprägen. Im göttlichen Schwarm wird jedes Einzelne akzeptiert, jedes berücksichtigt. Und wenn Gott etwas tut, sehen das alle immer gleich. Ja? Und das hat nichts mit Gleichschaltung zu tun, so eben menschliches Regiment, so ein Gleichschrittmarsch, sondern es ist ein Ereignis, weil Gott einer ist, und Einsheit ist in sich selber, ist das, was er tut, nicht widersprüchlich. Er sagt nicht mir etwas anderes als meine Frau. Ja? Das, was von ihm ausfließt und göttliches Leben bezeugt es, ich teile es mit meiner Frau. So, wenn wir beide im Licht leben, wie er im Licht ist, das heißt, beide fließen mit, ist das immer identisch. Und wenn wir 2000 Leute, 3000 sind hier drin, es ist identisch. Alle, die nach demselben Prinzip laufen, es ist eben Schwarm. Alle empfangen dasselbe,
ganz einerlei, wie kompliziert sich die Dinge, die Konstellationen an uns herantragen, die Entscheidungen oder was immer es ist. Es ist eine hundertprozentige Einheit. Es ist nicht eine Demokratie, auch nicht eine aufgestylte Demokratie, nicht eine 90%-Sache, sondern eine 100%-Sache. Wer mit ihm mitfließt, hat dasselbe, ganz gleich. Und da können wir die unmöglichsten Wege gehen miteinander, die unmöglichsten Entscheidungen treffen. Sobald wir spüren, der Vater ist drin, ich tue nichts, was ich ihn nicht tun sehe, so, egal wie unmöglich es ist, wir gehen mit und wir sind gepowert ohne Ende. Aber dieses Vertrauen muss man lernen. Wir üben es ein in der Bemessung, wir kommen in die Verbindlichkeit, wir üben das ein im Alltag. Das braucht für uns, wie es schon auf dem Zettel stand, etwas länger, weil uns die eigenen Ideen und Erfahrungen gerne in die Quere kommen, weil wir einen Verstand haben, im Gegensatz zum Tier, der sich immer gerne ein bisschen mit einmischt. Aber es ist eine absolut vollkommene, wunderbare Sache. Und ich sage, wenn wir diese Schwarmintelligenz üben und Respekt haben, wie vor der Aerodynamik oder wie vor der Fliehkraft oder vor der Chemie oder Physik, wo wir es genau nehmen müssen, dann können wir wirklich aufsteigen in grenzenlose Erfahrungen. Dann geht es miteinander rein in die Kräfte Gottes, die hier unten aufräumen, wisst ihr, Lieben. Ich kann das nicht alles im Detail beschreiben, ich kann es nur umreißen, damit wir einen Geschmack davon bekommen, der uns lockt, um zu sagen, da gehe ich mit rein, da lasse ich mich drauf ein, auf dieses Erlebnis. Aber ich möchte nochmals zum Schluss betonen, es geht alles von selbst im Schwarm, wird nichts menschlich erarbeitet, wir bestehen aus Wirkungen, wir bestehen aus all dem, was Gott in uns drin tut. Ja? Alles geschieht von selbst, so wie du auch, zum Beispiel, du wirst geatmet, du denkst immer, du atmest, stimmt das? Du meinst immer, du atmest, wer meint das? Ich atme. Ich sage dir einfach, wie siehst du, du atmest nicht selber, du wirst geatmet. Das merkst du spätestens, wenn du mal in eine Situation kommst, wo du in einem Feld landest, wo die Atmung dir verweigert wird, das kann ich nicht darauf eingehen, aber ich sage dir, dein Herz, nicht du schlägst es wird geschlagen. Der Hunger, nicht du machst ihn, du wirst gehungert, du wirst gedürstet, du wirst getränkt, du wirst gepflegt. Alles wird mit dir gemacht. Und hier hast du die schönste Analogie zu dem, was es heißt, mit Gott mitfließen. Hast du irgendje ein Bedürfnis gehabt, dass dein Herz aufhört zu schlagen? Hast du irgendje den Wunsch geäußert, dass du kein Appetit mehr hast? Und ich könnte als Teufel sagen, ja du Marionette, wenn der so macht, hast du Hunger, wenn er so macht, hast du Durst, oder wenn du so machst, hast du einen Sexualtrieb. Das kannst du alles einfügen. Siehst du, wie lächerlich das ist? Es geht nach einem und denselben Prinzip. Du wirst gemacht, du wirst geatmet, dein Herz schlägt, du wirst mit allem, mit allen Regungen, mit allen Verlangen, mit Liebesverlangen, Du wirst gemacht, alles geschieht mit dir. Der Appetit, der Schlaf, du wirst geschlafen, du wirst in diese Ruhe hineingezogen. Wenn du sie nicht hast, geht es dir schlecht. Wenn du es nicht hast, wenn du Gott nicht hast, schlaflos bist im übertragenen Sinn, dann gehst du runter, ja, dann geht es dir schlecht. Ja. Also, Summa, je schlimmer die Zeit, desto befähigter der Schwarm. Desto befähigter der Schwarm. Wer trauert, glückselig, wer die Probleme der Welt als schwere Last empfindet, darüber trauert, er wird hineingeführt werden, von selbst, weil dort die Türen sind. Je mehr wir abnehmen, je mehr wir zerbrechen an dem Geschehen der Welt, desto mehr bricht dieses Geheimnis auf. Es ist eine Matrix, es ist ein Zeitalter, es ist eine Gebärmutter, wenn du so willst. So muss alles Böse, so böse es auch sein mag, wird uns hinein in Gott begleiten. Ich sage nochmal diesen Satz, die Krisen, Katastrophen sind dazu da, uns in Gott hineinzubringen. Gott ist nicht da, uns aus der Krise zu führen. Die Krise ist dazu da, uns in Gott reinzuführen. Sind wir angekommen, braucht es die Krise nicht mehr, dann hört das Spiel auf. So einfach ist die Art und Weise, wie Gott das tut. Wow, ich bin durch. Wow. Ich freue mich auf euch, ja. Ich freue mich auf diesen gemeinsamen Weg.
schlage jetzt vor, machen wir eine Pause. Und nachher möchten wir das umsetzen, was im nächsten Punkt dort gestanden ist. Wir möchten jetzt wirklich in den Schwarm reinrufen. Wir haben schon beim Freundestreffen aufgerufen, verbindlich zu werden. Das sind natürlich jetzt menschliche Anknüpfpunkte. Aber wir machen das einfach, wir gehen mit darauf. Haben wir uns seit Jahren immer wieder diesen Frieden Gottes gespürt. Wir möchten diejenigen, die jetzt direkt sagen, doch OCG Love, das ist meins, da komme ich rein. Ich möchte ihnen die Hände auflegen. Ich möchte die anderen, die sagen, OCG, brauche ich noch Zeit oder was auch immer. Aber das interessiert mich mit dem Schwarm. Ich bin noch lieber matrisch unterwegs, geben wir Handschlag. Ich möchte aber für euch alle beten, dass ihr da einfach verankert werdet drin. Das machen wir in der nächsten Runde. Zusammen mit Musik dann zwischendurch und allem Schönen. Wir haben noch einige Schöne vor uns. Mögt ihr noch? Ja. Komm, wir genießen diesen Tag. Es ist ein Stück Himmel. Willst du selber ein Teil dieser Einsbewegung werden oder bei einer nächsten Veranstaltung dabei sein? Dann wende dich per E-Mail an info@ivo-sasek.ch. Bleibe informiert, was bei Sasek TV läuft. www.sasek.tv/newsletter